Hallo Leute, ich dachte mir einfach mal, dass ja vielleicht schon der ein oder andere von euch sich mal die Frage gestellt haben, wie kaufen denn eigentlich Händler, Autohändler ihre Fahrzeuge ein? Das ist, denke ich mal, eine Frage, die sich schon viele mal gestellt haben. Und es gibt natürlich unterschiedliche Varianten, wie jeweiligst der Händler an seine Fahrzeuge kommt. Da gibt es einmal natürlich den Autoankauf direkt vom Privatkunden. Das heißt, der kommt zum Händler, möchte ein anderes Auto erwerben und lässt dann ein anderes Fahrzeug da. Die sogenannte Inzahlungnahme. Das ist so mit, denke ich mal, die gängigste Variante. Aber natürlich gibt es auch die ein oder andere Variante, wie jetzt so ein Fahrzeughändler an seine Autos kommt. Natürlich haben wir da die einschlägigen Plattformen, die jeder privat auch nutzen kann. Da haben wir Mobile, wir haben Autoscout, das sind so die größten, zwei größten jetzt hier in Deutschland. Dann haben wir natürlich eBay Kleinanzeigen, wo auch viel Händler anbieten und auch privat die Leute ihre Fahrzeuge anbieten und natürlich das richtige eBay, wo halt auch der ein oder andere Händler Fahrzeuge ersteigert. Dann gibt es aber noch für Händler separat sogenannte Einkaufsplattformen im Internet, wo nur Händler einkaufen können. Und genau diese Variante möchte ich euch heute mal vorstellen. Vorab sei aber gesagt, ich habe jetzt nicht bei dieser Plattform nachgefragt. Ich selber bin dort angemeldet und kaufe auch darüber Fahrzeuge. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die Preise, die jetzt da dastehen, öffentlich gezeigt werden dürfen. Deswegen werden die Preise jetzt hier in diesem Video verpixelt sein, damit ich keinen Ärger bekomme. Das sind im Prinzip Fahrzeuge, die unter anderem bei wirkaufendeinauto.de angekauft wurden. Genauso kann aber über diese Plattform auch jeder Händler seine Fahrzeuge inserieren, wenn er sie jetzt nicht an den Privatmann bringt oder an die Privatfrau. Und es können dort auch Privatleute ihr Fahrzeug vorstellen und verkaufen. Wie die ganze Sache abläuft, möchte ich euch jetzt hier heute mal zeigen. Wie gesagt, die Preise, die jetzt dort stehen, sind meistens die, die natürlich noch nicht der Endpreis sind. Trotzdem möchte ich sie jetzt hier nicht zeigen, weil wenn ihr auf die Internetseite geht, seht ihr auch nicht die Preise. Da müsst ihr euch als Händler anmelden, müsst eine Gewerbeanmeldung vorzeigen und so weiter und so fort. Dementsprechend gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass diese Sache nicht gezeigt werden möchte an Privatleute. Dementsprechend werde ich es einfach hier jetzt auch verpixeln. Ich werde euch aber trotzdem viele Informationen jetzt hier nochmal mit rüberbringen. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Und zwar handelt es sich hier um die Seite auto1.com. Heißt, es ist eine Seite, wo nur Händler Fahrzeuge kaufen, verkaufen können. Wie gesagt, hauptsächlich wirkaufendeinauto.de ist hier vorhanden. So, jetzt geht es ja aber hier auf meinem Kanal hauptsächlich um Mercedes-Modelle. Also lassen wir jetzt mal hier so die ganzen üblichen Verdächtigen mal weg und suchen mal in der Suchleiste hier drüben nur nach Mercedes-Modellen. Heißt, wir gehen einmal hoch, gehen mal auf Länderanzeigen, nehmen mal hier nur Deutschland und gehen runter auf Mercedes-Modelle, machen einfach hier mal ein Häkchen allgemein mal in Mercedes rein. So, jetzt kann ich als Händler natürlich auch noch bestimmen, in welchem Preisrahmen möchte ich denn jetzt hier Fahrzeuge ankaufen. Wo liegt jetzt so meine Marge? Was möchte ich jetzt ankaufen? Welchen Preis möchte ich ausgeben? Gehe ich hier einmal auf die Kosten, die ich hier ausgeben will. Wir nehmen jetzt hier einfach mal 10.000 Euro als
Ankaufspreis für mich jetzt persönlich. Also ihr wisst ja jetzt schon mal, dass die Fahrzeuge, die jetzt hier aufploppen, nicht über 10.000 Euro kosten. So, und dann haben wir hier natürlich die komplette Vielfalt an Mercedes-Modellen da. Der Vorteil jetzt hier an der Sache für Händler ist beispielsweise besser wie jetzt als Privatperson. Wenn ich jetzt bei Mobile oder bei Autoscout auch als Händler ein Auto ankaufe, muss ich selber hinfahren, muss das Fahrzeug holen, auf meine Kosten zu mir transportieren. Ja, das ist halt ein Aufwand, das ist Zeit, das ist Geld, die dann anderweitig natürlich besser genutzt werden kann. Hier ist es jetzt folgendermaßen so, wenn ich jetzt mal auf so ein Fahrzeug gehe, jetzt haben wir hier zum Beispiel, das passt ja gut in meinen Channel rein, ein E200 Kompressor T-Elegance. Da gehen wir jetzt hier mal rein, öffnen mal das Fahrzeug und haben jetzt hier folgende Sache. Das ist jetzt natürlich zum Beispiel ein Fahrzeug nicht direkt von wirkaufendeinauto.de, sondern von einem Händler, der das Fahrzeug jetzt hier anbietet. Der Standort ist Kassel und wir haben jetzt hier so ein paar Fahrzeugdaten stehen. So, jetzt ist es aber so, dass der ganz große Vorteil hier besteht, dass wir erstmal sehr klar sehen, welche Probleme an dem Fahrzeug vorherrschen. Das hast du bei Mobile, Autoscout und so weiter natürlich nicht. Wenn wir jetzt mal ein Fahrzeug uns aufrufen, was direkt von wirkaufendeinauto.de zum Beispiel kommt, da haben wir hier zum Beispiel einen W204 Fuhrmopf-Modell. Gehen wir mal hier drauf. So, und hier haben wir nämlich Folgendes. Das Fahrzeug wird mir jetzt zum Beispiel an meinen Standort für 199 Euro geliefert. Das klingt jetzt vielleicht erstmal viel. Meistens sind die Preise so zwischen 159 Euro und 200 Euro. Umso größer die Fahrzeuge werden, also jetzt große SUVs, kosten dann etwas über 200 Euro. Aber es spielt ja keine Rolle, wo das Fahrzeug steht innerhalb von Deutschland. Das heißt, selbst wenn jetzt das Fahrzeug von meinem Standort 600, 700 Kilometer entfernt steht, kriege ich das trotzdem für den Preis geliefert. Das ist gut für die Händler. So, dann ist halt hier, da gehen wir jetzt mal auf die Bilder, etwas, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, deutlich besser wie jetzt bei Mobile und so weiter. Und zwar haben wir hier komplett klar und deutlich die Fahrzeuge dargestellt. Das heißt, es werden alle Details gezeigt, auch der Motor. Und was das richtig Gute ist, sage ich mal, bei 95% aller von wirkaufendeinauto.de, also von auto1.com, direkt verkaufte Fahrzeuge, ist immer ein Video mit drin von dem Motor. Das heißt, es wird einmal ein Video gezeigt, wie der Motor läuft. Die gehen meistens so zwischen 10 und 20 Sekunden, manchmal auch etwas länger, wenn jetzt irgendwelche Probleme an dem Motor vorherrschen. Und dann ist halt wirklich jedes Detail fotografiert und der Fahrzeugschein wird fotografiert und jede Macke, jedes Problem, was an dem Auto vorherrscht, ist hier transparent dargestellt. Man kann sich also, ohne das Fahrzeug jetzt vor Ort selber anzuschauen, ein Bild davon machen. Wenn wir jetzt mal rausgehen und weiter runtergehen, haben wir dann noch weitere Informationen, die jetzt zwar bei anderen Plattformen auch dasteht. Das heißt, wir haben hier einmal die Ausstattungsliste, dann haben wir hier natürlich einmal dastehen, ob jetzt ein Serviceheft vorhanden ist, beziehungsweise die Details und wann der letzte Service und so weiter durchgeführt wurde. Jetzt hier bei dem Modell zum Beispiel sind keine Details verfügbar und es ist auch kein Servicetermin ersichtlich. So, dann ist immer eine Probefahrtsbeschreibung vorhanden. Das heißt, hier wird eine Probefahrt mit dem Fahrzeug gemacht und es wird hingeschrieben, welche Probleme gerade vorherrschen. Hier zum Beispiel Lenkung steht nicht mittig. Ja, ist eine Sache, kann man sich jetzt viel dran ausmalen. Achsvermessung und gut ist eine Möglichkeit. Aber es ist schon mal definitiv nichts mit Warnlampen, das würde jetzt hier stehen. Also wenn das Fahrzeug läuft und es würde eine Motorlampe leuchten, eine
Airbag-Lampe leuchten, ESP-ABS-Lampe leuchten, würde das jetzt hier mit dastehen. Dann haben wir hier unten dann immer noch mal weitere Hinweise. Zum Beispiel jetzt hier unreparierter Schaden, vorne Fahrerseite Kotflügel. Das haben wir ja auch jetzt gerade auf dem Bild gesehen. Und dann haben wir hier nochmal separat die Fotos der Fahrzeugschäden. Hier jetzt in insgesamt 24 Stück an Fotos, wo dann jetzt hier auch nochmal ins Detail genau dasteht, was das für ein Schadenstyp ist. Also ob wir jetzt einen Kratzer haben, eine Delle haben, ob wir Rost haben, ob irgendwas abgenutzt ist, ob irgendwas nachlackiert wurde. Da ist dann auch jedes Bild nochmal separat dokumentiert. Jetzt haben wir hier 200, es gibt halt hier auch Fahrzeuge, wo das geprüft wird, wo wir dann bei 500, 600 sind. Da kann man auch ganz stark davon ausgehen, dass da extrem viel Spachtelmasse noch mit drunter sitzt. So, dann haben wir natürlich auch irgendwelche gebrochenen Sachen sind hier mit dokumentiert. Die Delle, was ja jetzt schon erwähnt wurde. So, wie funktioniert jetzt aber die ganze Sache hier? Wie läuft das Ganze jetzt ab? Ich kann jetzt hier bei dem Fahrzeug jetzt als Beispiel bieten, kann jetzt einen Preis eingeben, den ich bereit bin für das Fahrzeug zu bezahlen. Im Normalfall ist es so, dass die Fahrzeuge hier meistens, nicht immer, aber meistens, doch ein ganzes Eck, logischerweise, unter dem Verkaufspreis auf dem freien Markt befindlichen Preisen liegt. Das heißt, manchmal 1000 Euro, 2000 Euro, wenn man Glück hat, auch mal ein Schnäppchen macht, 5.000 Euro unter dem Marktwert, natürlich umso höher preisiger die Fahrzeuge sind, umso höher ist dann meistens auch die Differenz zu dem marktüblichen Preis. Das ist ja normal, jeder muss ja Geld verdienen, jeder Händler muss ja Geld verdienen, er muss eine Gewährleistung geben und muss natürlich auch noch das ein oder andere an dem Fahrzeug machen, das was er jetzt hier angekauft hat. Alles logisch, alles nachvollziehbar. Darum soll es hier aber ja gehen, dass ihr auch mal seht, wie eigentlich Händler auch anderweitig noch an Fahrzeuge kommen. Das heißt, wenn ihr zu wirkaufendeinauto.de geht und euer Fahrzeug dort in Zahlung gebt, die Meinungen gehen da auseinander. Die einen sagen, das was die dort abziehen ist Abzocke, die anderen sagen wieder, ich bin zufrieden, das war in Ordnung. Es ist natürlich auch immer eine Darstellungssache. Ich möchte da jetzt hier auch gar nicht drauf eingehen, und gar nicht irgendwo meine Meinung dazu äußern. Kann aber sein, dass wenn ihr euer Auto bei wirkaufendeinauto.de in Zahlung gegeben habt, dort verkauft habt, dass das Fahrzeug dann hier auftaucht. Der nächste Punkt ist der, dass wenn jetzt ein Fahrzeug hier angeboten wird zur Auktion zu einem bestimmten Startpreis und das Fahrzeug nicht rausgeht. Die Auktionen sind meistens 24 oder 48 Stunden lang. Das Fahrzeug wird nicht geboten oder der Preis, der halt vorausgesetzt wird, für das das Fahrzeug auch rausgegeben wird, wird nicht erreicht. Das Fahrzeug wieder neu reingesetzt zu einem niedrigeren Preis. Das geht so lange, bis dann der Algorithmus oder wie auch immer, das weiß ich jetzt auch nicht zu 100%, wie das Ganze funktioniert, irgendwann geht so ein Fahrzeug dann in den Sofortkauf rein. Das heißt, das Fahrzeug kann als Händler sofort erworben werden, ohne dass wir jetzt drauf bieten müssen. Wie läuft jetzt die Sache ab? Ich kaufe jetzt hier ein Fahrzeug. Wie geht die ganze Sache weiter? Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Ich bezahle jetzt nochmal auf diese ganze Summe, die das Auto jetzt hier in der Auktion oder im Sofortkauf kostet, nochmal 100 Euro drauf. Das ist die Gewinnmarge von dieser Internetplattform. Und diesen Gesamtbetrag kriege ich als Rechnung und muss diesen überweisen. Wenn ich das Geld überwiesen habe, beziehungsweise bevor ich das Geld überweise, entscheide ich, was ich machen möchte. Das heißt, möchte ich das Auto zu mir geliefert bekommen für den jeweiligen Fixpreis, 159 Euro, 199 Euro, oder hole ich das Fahrzeug an dem Standort selber ab. Bar bezahlt werden können die Autos hier nicht, wenn sie direkt über diese Plattform laufen. Das heißt, die müssen immer mit Überweisung bezahlt werden, vorab. Das heißt, bevor ich das Auto überhaupt sehe, muss ich es schon bezahlen. Natürlich besteht da auch für jeden Händler ein bestimmtes Risiko, aber in der Summe sind hier die Fahrzeuge halt deutlich günstiger zu erwerben. Da
das sollte mal so ein Einblick sein, wie diese ganze Sache hier abläuft. Wenn ihr da Interesse habt oder die ganze Sache auch mal sehen wollt, wie das Ganze hier funktioniert, könnt ihr natürlich mal reinschauen. Ihr werdet natürlich keine Preise sehen, aber ihr könnt hier zum Beispiel mal wirklich nach Fahrzeugen suchen. Wenn ihr jetzt selber ein Händler seid, das noch gar nicht gewusst habt, muss ich mal als Empfehlung rausgeben, schaut mal auf diese Seite. Es gibt wirklich schöne Schnäppchen hier manchmal zu machen. Wir können noch mal ganz kurz auf meine Merkliste gehen. Ich sage auch hier keine Preise für euch. So, und da schauen wir mal drauf, was ich mir denn jetzt mal hier so abgespeichert habe. Da haben wir eine C-Klasse, C180 Classic mit nicht mal 200.000 Kilometern aus Würzburg. Ja, eine B-Klasse, weil ich ja jetzt für den Kunden auch mal eine B-Klasse gesucht habe. Smart ist ja auch immer mal für mich so ein Thema. Deswegen ist die auch immer mal mit drin, die Geschichte. Ja, dann halt viel 211 Fahrzeuge, die hier auch wirklich zu einem günstigen Preis angeboten werden. Haben natürlich alle hier und da ihre Macken. Wie gesagt, die Fahrzeuge sind so, wie sie vom Kunden eingeliefert wurden. Da wird nichts dran gemacht. Hier haben wir zum Beispiel mal so einen C63 AMG mit 212.000 Kilometern, der jetzt hier, was ihr jetzt nicht seht, zu einem wirklich günstigen Kurs angeboten wird. Für mich ist es jetzt eh interessant. Das Fahrzeug habe ich bloß mal geparkt, um mal die Preise mal im Blick zu behalten. Wann geht das Fahrzeug raus? Ich kann euch so viel sagen, es ist schon ganz schön im Preis gesunken. Ja, dann haben wir hier unten dann noch als Abschluss die Sofortkauffahrzeuge. Sofortkaufen steht hier vorn. Und das sind Fahrzeuge, die entweder gleich direkt als Sofortkauffahrzeuge inseriert werden oder die halt schon so oft in der Auktion waren, keiner hat sie gekauft, dass sie jetzt schlussendlich gesagt wird, bumm, jetzt gehen die Dinger für einen Sofortkauf, Preis reduziert ohne Ende, raus, in der Hoffnung, dass sie dann jemand erwirbt und damit glücklich wird, den Kunden glücklich machen können, hier nochmal ein bisschen Geld investieren können, damit das Fahrzeug wieder tipptopp dasteht. Ja, so läuft die ganze Sache ab. Das ist jetzt mal meine Merkliste, da habt ihr die jetzt auch mal ganz kurz gesehen. Das soll es dann eigentlich schon wieder zu dem Video heute gewesen sein. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt mal in die Kommentare. Wenn ich mal so ein Fahrzeug hier bei auto1.com erwerbe und mir kaufe, ersteigere, nehme ich euch mal mit. Das können wir dann mal transparent gestalten. Das heißt, wenn ich das Fahrzeug ersteigere, kann ich dann auch den Preis öffentlich machen oder werde ich mal den Preis öffentlich machen. Und dann werden wir mal so eine Geschichte ringsrum mal bearbeiten. Das heißt, Fahrzeugankauf zu dem Preis X, den seht ihr dann, den erzähle ich euch dann. Und die Kosten, die natürlich dann noch zusätzlich darauf kommen, bis das Fahrzeug jetzt hier bei mir steht, dann machen wir mal eine Bestandsaufnahme von dem Fahrzeug. Ist es den Preis wert gewesen, den ich bezahlt habe? Und was müsste ich jetzt noch an dem Fahrzeug machen, investieren? Und wie steht das Fahrzeug am Endeffekt hier zum Verkauf bei mir für den Kunden da? Wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt das mal in die Kommentare. Und dann können wir da definitiv auch mal eine schöne Videoreihe drüber machen. Bis dahin, euer Sven, bis zum nächsten Mal. Ciao.